Deswegen wäre die Frage falsch zu stellen, dass man sagt, warum gibt es gehorsame Diener und ungehorsame Diener? Als ob du sagst, warum gibt es diese Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala und diese Eigenschaft? So was stellt man nicht die Frage über Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Warum erschafft Allah Paradies und erschafft Allah subhanahu wa ta'ala? Das sind Fragen, die man nicht stellt. Ja? Deswegen es ist es möglich in der Macht von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er alle recht geleitet, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat Weisheit. Jetzt zu den Nutzen.